Das ist eine statistische Auswertung der Position für die Würfe, bei denen du schwingen solltest und warum. Ihr wollt mehr Walks. Du hast es erfasst. Genau das. Mr. Justice, ich habe ein paar Ideen. Ja? Ja, wollen Sie mir noch was beibringen? Hallo zusammen, wir bewerten heute den Spieler Wilfried Konga. Also es gibt quasi einen kurzen Walkthrough, wie ich einzelne Spieler bewerte, also was den Marktwert sowie die Entwicklung des Spielers angeht und eben welche Werkzeuge ich dafür benutze. Die Videoanalyse bleibt jetzt im Detail zumindest in diesem Video weg, aber ich zeige euch heute zumindest mal die Anwendung der X-Immunio-Formel. Aber das erste Tool und eines der wichtigsten, zumindest für Communio-Manager, ist natürlich SofaScore, hier in der Mitte angezeigt. Also da brauchen wir natürlich einige Informationen. Also ich bin ja schon mal drauf eingegangen in dem Poltergeist-Video mit den gewonnenen Zweikämpfen, was diese Statistik für Auswirkungen hat, für positive Auswirkungen haben kann auf die Bewertung des Spielers, aber natürlich auch, was die negative Auswirkung haben kann bei vergebenen Großchancen. Und deshalb ist diese Statistik oder dieses Werkzeug natürlich SofaScore sehr, sehr wichtig. Und hier links eingeblendet haben wir ein weiteres Werkzeug von Understat, also eingeblendet eben die XA und XG-Statistiken. Diese Werte brauchen wir dann eben später für unsere Formel. Die kommen dann eben dann später dort zur Anwendung. Und als letztes kombinieren wir dann noch die Heatmap von SofaScore, hauptsächlich immer die Season Heatmap. Also wir schauen uns quasi an, wo sich der Spieler am meisten während eines Spiels aufhält und gleichen dann eben visuell ab, wie gefährlich der Spieler ist, beziehungsweise eben wie gefährlich er sein kann. Und das machen wir eben mit Hilfe von einer pauschalen XT-Prognose. Die stammt eigentlich, also diese Daten stammen eigentlich, diese Positionsdaten, wie gefährlich ein Spieler ist, stammen jetzt nicht direkt aus der Bundesliga, sondern das ist eine Quelle aus 5 Jahren aus der Premier League, wie gefährlich Spieler sind aus verschiedenen Positionen. Und genau dieses Tool nutzen wir eben einfach noch, um eine weitere Prognose oder Anwendung in unserer Formel zu haben. Die XT-Werte sind allerdings, muss ich dazu sagen, nach wie vor noch nicht wirklich einheitlich in unserer gesamten Formel integriert. Also im Gegensatz zu den XG- und XA-Werten, da haben wir ja ganz klare Richtlinien für die Hochrechnung oder für die Prognosen. Und die visuelle XT-Analyse ist jetzt momentan oder jetzt aktuell noch eher intuitiv. Also das heißt, wir addieren dann eben einfach, je nachdem, welche Wertung dann eben zustande kommt, mal 5 Punkte, mal 10 Punkte oder eben mal 15 Punkte zu der einheitlich erstellten Prognose, die wir eben erstellt haben. Genau, und wir gehen einfach hier mal durch. Wir gucken uns, bevor wir aber immer starten, wir nehmen immer die XG-Chain-Werte und die XG-Build-Up-Werte nehmen wir immer raus. Ist für uns als Community-Manager wieder weniger relevant. Für echte Trainer und Manager kann es allerdings eine sehr nützliche Statistik sein. Warum das so ist, das erläutere ich oder habe ich bereits erläutert in diesem Video. Also das verlinke ich nochmal hier oben. Und ja, wir machen uns am Anfang natürlich erstmal ein Bild von der XG-Map, gucken uns an, wie viele Schüsse hat der Spieler gehabt, können uns angucken, war das mit dem Kopf, war das mit dem rechten Fuß, mit dem schwachen Fuß, aus welcher Position war es, von wem hat er den Pass bekommen und wie groß war die Chance. Ja, und das kann man auch auf einen Blick ganz schnell visuell eigentlich sehen, desto größer die Punkte sind, desto höher war die Chance letztendlich. Und die Farben sagen natürlich auch was aus, also gelb war beispielsweise ein Pfosten- oder Lattentreffer. Und das ist hier alles angezeigt, also das gibt einem einfach, wenn man öfter sich diese Werte natürlich anschaut, sich häufiger damit auseinandersetzt, dann kann man das Ganze schneller lesen. Am Anfang muss man natürlich ein bisschen genauer hingucken oder findet sich vielleicht noch nicht zurecht und kann mit den ganzen Zahlen noch nicht so viel anfangen. Aber die Zahlen sagen im Endeffekt einen das, was man, wie gesagt, schon ohnehin schon weiß. Aber wenn man das Spiel nicht gesehen hat, gibt es ganz häufig, dass Leute sagen, oh, mein Team, meine Lieblingsmannschaft hat beispielsweise 15 Torschüsse gehabt, ja, und wir haben kein einziges Tor geschossen, ja, aber das Entscheidende ist ja nicht, wie viele Torschüsse man hatte, ja, wie viele Schüsse aufs Tor gekommen sind, sondern welche Schüsse das letztendlich waren. Und die XG-Werte können einem eben genau das sagen, wie gefährlich diese Schüsse waren, ja, also können beispielsweise 16 Schüsse gewesen sein, die alle eine XG-Wertung von 0,02 hatten, was insgesamt eben nur ein Wert von 0,38 ist, und dann ist es eigentlich zu erwarten gewesen, dass diese Mannschaft eben kein Tor erzielt. Ja, und wenn man sich die XG-Statistik anschaut, dann sieht man ganz genau, dass diese 16 Torschüsse eben nicht gefährlich waren. Ja, aber wenn man sich nur die Torschussstatistik anschaut, dann würde man meinen, wow, die waren richtig aktiv und haben oft aufs Tor geschossen, aber XG ist da ein bisschen genauer und schlüsselt das Ganze ein bisschen besser auf. Und dadurch kann man das Ganze dann eben insgesamt besser bewerten. Also einmal natürlich das Team, das Spiel, wie es hätte verlaufen können, aber natürlich auch die einzelnen Spieler. Und das ist ja für uns bei Communio gerade eben sehr wichtig. Und ja, und nachdem wir das Ganze dann gemacht haben, wollen wir jetzt
Das ist das Wichtigste, was wir natürlich machen wollen. Immer wenn ein neuer Spieler in die Bundesliga reinkommt, ich denke mal, das Erste, was man intuitiv macht, man gibt in YouTube den Namen ein, guckt sich ein Video an, das Highlight-Video logischerweise, wo man die ganzen Tore von der letzten Saison gesehen hat. Und genau das machen wir bei unserer Analyse eben nicht. Ja, also weil wir wollen ja nicht das bewerten, was alle bewerten, sondern wir wollen genau das bewerten, was die anderen eben nicht bewerten. Ja, was die anderen wahrscheinlich übersehen. Das wollen wir bewerten. Und um das zu machen, filtern wir quasi Spiele von diesem Spieler, wo er einen hohen XG-Wert oder einen hohen XA-Wert hatte, aber wo wenige Tore gefallen sind. Ja, also wir gucken uns das hier an, wir klicken gleich drauf, schauen uns an, wo sind die roten Werte, sehr hoher Wert. Dann gucke ich mir das Spiel an und jetzt ist natürlich noch wichtig, dass bei diesem Spiel, dass diese Spiele dann immer nur 0-0 oder 0-1 oder 1-1 ausgegangen sind und nicht 3-3 oder 4-3 oder 4-2. Das ist deshalb so wichtig, weil wenn ihr euch ein Highlight-Video anschaut, eine Zusammenfassung, die 5-10 Minuten geht, und das Spiel ist 4-2 ausgegangen, dann werdet ihr wahrscheinlich nur die Tore sehen. Und wir wollen ja nicht die Tore uns anschauen oder die Tore analysieren, weil dann würden wir genau das bewerten, was alle anderen bewerten, sondern wir wollen uns Highlights und Zusammenfassungen von Spielen anschauen, wo das Spiel 0-0 oder 0-1 oder 1-1 ausgegangen ist, weil in diesem Highlight-Video oder in dieser Zusammenfassung von 5 oder 10 Minuten wird dann diese Großchance wahrscheinlich von dem Spieler dabei gewesen sein. Diese ein oder zwei Großchancen. Ja, dieser eine gefährliche Pass, der wird dann dabei gewesen sein. Und wir gucken uns eben an, einmal natürlich die Großchance an sich, warum ist der Ball nicht reingegangen, warum hat er den Assist nicht bekommen und wie ist die Situation entstanden? Ist das jetzt eine glückliche Situation gewesen, ist es ein Fehler gewesen von der Abwehr oder hat er sich diese Situation, diese Chance erarbeitet? Wie hat er sich diese Chance erarbeitet? Ja, und kann er das regelmäßig wiederholen? Ja, ist es realistisch, dass er immer wieder in diese Situation kommt? Und das bewerten wir dann letztendlich. Und wir kombinieren dann quasi diese ganzen Situationen. Also wir gucken uns an, woraus ist diese Situation entstanden? Hält er sich regelmäßig in dieser Position auf, wo diese Situation entstanden ist? Und anhand davon können wir dann sagen, ja, das wird häufiger passieren. Das wird in der nächsten Saison, in den nächsten Spielen häufiger passieren. Er wird öfter in diese Situationen kommen und öfter so einen gefährlichen Pass spielen können. Er wird öfter so eine gefährliche Großchance haben. Und weil er eben diese Chancen haben wird oder Chancen kreieren wird, ist zu erwarten, dass er viele Torbeteiligungen hat und dann bewerten wir dadurch mit dieser Herangehensweise etwas, was alle anderen wahrscheinlich übersehen, weil sie sich nur die Highlights angucken, nur die Tore anschauen und gerade bei Spielern, die vielleicht nur 3 Tore geschossen haben in der letzten Saison, in der vergangenen Saison, da wird man dann nichts sehen, nichts erkennen. Da wird man sagen, ach, er hat ja nur 3 Tore geschossen. Ah, die waren nicht besonders schwierig oder schön oder spektakulär und deshalb bewerten sie den Spieler als durchschnittlich oder schlecht. Und wir sehen aber dann, weil wir diese Herangehensweise gewählt haben, eben Qualitäten in Spielern, die andere eben überhaupt nicht sehen. Ja, und sich dadurch auch gar nicht vorstellen können, dass dieser Spieler irgendwann mal gut sein wird. Ja, also so viel zur Videoanalyse, was das angeht, dass welche Videos wir uns überhaupt rauspicken. Wie gesagt, 0-0 Spiele, 0-1 Spiele, 1-1 Spiele, vielleicht auch noch ein 2-1. Da kann es auch noch sein, dass eben in der Zusammenfassung die Großchance, die vergebene mit dabei ist. Aber desto mehr Tore dabei sind, desto geringer ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass man eben diese Spielszene auch tatsächlich sehen kann. Ja. Bei Kanga in der französischen Liga ist es leider nicht so wie in der spanischen Liga, italienischen Liga oder in der Premier League, dass man wirklich 3 Jahre, 5 Jahre zurückgehen kann und alle Spiele sich angucken kann. Alle Highlights ist jetzt in der französischen Liga leider nicht der Fall. Das ist erst seit einem Jahr, manchmal geht es 5 Jahre zurück. Aber alle Spiele kann man da leider nicht analysieren, jetzt im Fall von Kanga. Aber wir haben trotzdem einige Szenen natürlich gesehen. Die kann ich jetzt hier leider wieder nicht zeigen. Aber das ist auch nicht so wichtig. Ich könnte ja selber recherchieren und selber einfach mal versuchen anzuwenden. Und ja, wie gesagt, weil zur Videoanalyse selbst wollte ich ja im Detail in der Kolo-Muani-Analyse ein bisschen näher drauf eingehen. Aber leider kann ich nach wie vor dieses Video nicht hochladen. Also das Video ist mit 20 Minuten auch definitiv ein etwas längeres Video. Und es war auch mal 30 Minuten lang. Aber ich habe viele Sachen rausgekürzt und geschnitten und die Sequenzen auch ein bisschen verkürzt. Es sind eben einige Sequenzen aus der Bundesliga dabei und daher sieht es eben nach wie vor schlecht aus. Ja. Also ich muss das Video, das Bildmaterial natürlich mit der Folge, die ich geschrieben habe, natürlich noch ein bisschen anpassen. Also ich habe die Sequenzen schon gekürzt und auch einige teilweise rausgenommen, komplett rausgenommen, aber noch mehr rausnehmen würde dann eben dafür sorgen, dass ich die ganze Folge umschreiben muss, ja, damit am Ende das Bildmaterial mit dem Ton überhaupt noch übereinstimmt. Und deshalb kann das Ganze jetzt noch ein bisschen dauern. Das Problem ist, denke ich, einfach, dass es aktuelle Bilder aus der aktuellen Saison sind und die einfach viel zu lange sind. Und deswegen erlaubt die Bundesliga das eben nicht, dass dieses Bildmaterial gezeigt wird. Zumindest nicht in dieser Länge oder nicht in dieser Form.
Und ja, vielleicht wird es im Laufe der Saison auch etwas oder in den nächsten Wochen. Das wird sich dann, denke ich, zeigen, aber noch mehr rausschneiden oder noch mehr kürzen bei den einzelnen Sequenzen ist eigentlich nicht mehr möglich, weil ansonsten geht dann im Video dann der Sinn verloren oder dann wird vieles unverständlich. Da gibt es viele Wiederholungen auch, also da wird nach vorne gespult, zurückgespult, auf Pause gedrückt und da wird auch natürlich auch ein bisschen auf das XT-Grid eingegangen. Also habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, deswegen ist es sehr schade auch, dass ich das euch nicht zeigen kann oder noch nicht zeigen kann. Das will ich unbedingt natürlich machen. Ich bleibe da natürlich dran und hoffe, dass ich das dann demnächst auch zeigen kann. Aber weiter zu Kanger. Kanger hat, was jetzt die Sofascore-Werte angeht, eigentlich das komplette Paket. Also er hat ja viele von diesen Luftzweikämpfen, also ähnlich wie Sebastian Polter. Das habe ich an dem Poltergeist-Video, bin ich ein bisschen näher drauf eingegangen, welche positive Auswirkungen diese Statistik eben haben kann auf die Gesamtbewertung. Also er macht unabhängig davon, ob er eben trifft, seine 2 bis 3 Punkte. Das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung für einen Topspieler. Ist aber eben in Kombination dazu deutlich gefährlicher. Ja, und es ist eben zu erwarten, dass er einiges an Torbeteiligungen haben wird. Ich denke, er kann wie ein Marvin Ducksch für seinen oder für seine Sturmpartner viel kreieren. Aber er ist eben auch in der Lage, für sich selbst Chancen zu erarbeiten. Und ich habe jetzt bei Kanger eben errechnet, dass er 3,27 Punkte pro Spiel machen wird. Die Kosten pro Punkt stimmen jetzt allerdings hier nicht, wie ihr es hier sehen könnt, in der oberen Spalte, um da eine Umrechnung zu machen. Dazu nutze ich dann immer eine darunterliegende Spalte und mache die XG und XA-Werte eben auf 0. Also wir neutralisieren das Ganze dann quasi, dass die Ist-Punkte und die Soll-Punkte einfach identisch sind. Und dann rechne ich mir eben den Punkteschnitt über die ganze Saison. Und somit habe ich dann auch die tatsächlichen Kosten pro Punkt. Und das sind jetzt bei Kangar aktuell 29.369. Und jetzt ist eben entscheidend, welches Transferplus ihr bereits erwirtschaftet habt in der Saison, welchen Teampunkte pro Spieltagsschnitt euer stärkster Konkurrent hat, damit ihr eben den Titelwert ermitteln könnt und was euer aktueller Teamwert ist. Ja. Also die Formel berücksichtigt all diese Zahlen und Werte und anhand davon kann man eben dann sagen, wie viel man für einen Punkt jetzt aktuell bezahlen sollte. In diesem Beispiel wäre die Antwort jetzt 52.483. Also das ist aktuell nicht meine Tabelle mehr. Ja, das sind noch ganz alte Werte. Wie gesagt, diese Tabelle ist für euch da. Da könnt ihr ausprobieren, rumprobieren, eine Rechnung machen. Ihr könnt natürlich gerne mal fragen, wie viel ist der Spieler wert, würdest du den kaufen und so weiter und so fort. Ich beantworte euch da auch weiterhin immer gerne da eure Fragen, aber dieses Tool ist eben dazu da, damit ihr in eurer Liga individuell, je nachdem wie eure Konkurrenz aufgestellt ist, wie ihr aufgestellt seid, was ihr erwirtschaftet habt, dass ihr euren eigenen Wert ausrechnen könnt und selbst die Entscheidung sozusagen treffen könnt. Ja? Also damit ihr zumindest einen Richtwert habt und sagen könnt, den Spieler kaufe ich jetzt für einen guten Preis oder für einen schlechten Preis. Und man kann ja auch Spieler für schlechte Preise kaufen, das ist auch erlaubt, aber man sollte eben wissen, wann man das macht und wie oft man das macht. Das heißt also jetzt in meiner Liga, in dieser aktuellen Situation, wäre mir Kanger aktuell 5,8 Millionen in etwa wert, beziehungsweise so viel könnte ich oder sollte ich maximal für ihn jetzt bezahlen. Bewerten tue ich ihn eigentlich ganz einfach anhand seines Punkteschnitts, also eigentlich anhand von seinem Punkteschnitt. Er ist ja jetzt bei 3,27 und mit diesen Richtwerten, die wir hier eingeblendet haben, kann man jetzt eben dann sehen, wie ich den Spieler persönlich bewerte. Ja? Also wenn ich einen Spieler habe, der 3,27 Punkte macht, beziehungsweise andersrum gesehen, wenn ich für einen Spieler 5 Millionen, zwischen 5 und 7,5 Millionen bezahlen würde, dann sollte er ungefähr 3,27 Punkte machen. Ja, wenn er das macht, dann ist das ein guter Deal, den man gemacht hat. Und das ist dann so ungefähr eben dieser Richtwert. Und so bewerte ich dann eben die Spieler. Also ich bin der Meinung, jeder Communio-Manager, wenn man ein guter, erfolgreicher Communio-Manager sein möchte, dann muss man in der Lage sein, den aktuellen Communio-Marktwert auszublenden und eben selbst in der Lage zu sein, zu sagen, wie viel ist dieser Spieler wert? Ja, also jeder muss eigentlich in der Lage sein, alle Spieler in der Liga bewerten zu können. Ja, und ohne sozusagen abzugucken, und den aktuellen Marktwert nehmen und sagen, den mag ich nicht so, den Spieler, und dann gehe ich 1-2 Millionen drunter und den Spieler mag ich und dann gehe ich 1-2 Millionen drüber und dann sage ich, das ist der Marktwert von dem Spieler. Ja, sondern man soll den Marktwert, den aktuellen, ausblenden und dann versuchen, selbst den Spieler zu bewerten. Also man macht eine Hochrechnung, eine Prognose und sagt, der Spieler macht so und so viele Punkte pro Schnitt. Und wenn er so viele Punkte macht, ja, wenn er seine Erwartungen erfüllt, dann ist das umgerechnet, ist er dann so viel wert im Vergleich zu allen anderen Spielern. Also das ist eine einheitliche Bewertung über die ganze Liga. Und wenn man das macht, je nachdem, man kann seine eigenen Richtwerte dann nach oben oder nach unten anpassen, aber man sollte es dann eben über die ganze Liga machen. Ja. Und wenn man das macht, kann man, denke ich, sehr viel gute Entscheidungen treffen. Also günstig einkaufen, die Leute eben an der Marktwertuntergrenze kaufen oder zum Normalwert und dann kann man immer Geld machen. Ja. Und wenn man einen Maximalwert von dem Spieler ermittelt hat und der Spieler ist bei diesem Wert oder ist vielleicht zwar drüber, dann würde ich diesen Spieler nicht mehr kaufen. Ja, also
Jetzt im Fall Kangor, da würde ich ihn zwischen 5 und 7,5 Millionen jetzt so bewerten. Also zwischen 5 und 7 Millionen ist er oder kann er wert sein. Also sein Maximalwert wäre dann dementsprechend 7,5 Millionen. Sein Normalwert wäre dann in etwa 5,5 Millionen. Und die Marktwertuntergrenze ist dann meiner Meinung nach bei etwa 4,5 Millionen. Und momentan liegt er ja sogar deutlich drunter und ist deshalb ein Schnäppchen mit 3,2 Millionen. Und eben ein perfekter Kandidat jetzt für die zweite Saisonphase. Also von Kanga bekommt man jetzt aktuell eine gute Mischung eben aus Punkten und eben einer Marktwertsteigerung. Und ich weiß, ich lehne mich da jetzt wieder weit aus dem Fenster mit diesem Vergleich, der jetzt kommen wird, oder dieser Prognose eben. Aber wir schicken jetzt sozusagen Wilfried Kanga. Ich habe ja versprochen, wir machen wieder ein Better-Than-Video oder eine Better-Than-Version mit Wilfried Kanga und Spieler X. Und ich habe ein bisschen durch die Liga geguckt. Wilfried Kanga wird natürlich viel mehr Punkte machen als einige Spieler in der Liga, aber ich wollte natürlich auch ein bisschen eine Herausforderung haben und habe ein paar Hochrechnungen gemacht mit unterschiedlichen Spielern und habe mir jetzt eben Lukas ein Matchup rausgesucht als Gegner sozusagen, aber nicht für die ganze Saison, sondern eben nur bis zur WM-Pause. Also wir schicken jetzt sozusagen Wilfried Kanga mit Lukas ein Matchup ins Rennen und zwar resetten wir sozusagen die Punkte von den beiden Spielern auf Null und messen ihre Punkte bis zur WM-Pause. Also ich meine etwa bis zum 15. Spieltag. Also ich behaupte jetzt quasi, dass Wilfried Kanga vom 8. Spieltag bis zum 15. Spieltag mehr Punkte als Lukas im Matcher machen wird. Ja, also das ist jetzt ein Better-Than-Video nur auf eine Saisonphase bedingt. Nicht auf die ganze Saison, weil über die ganze Saison hinweg wird ein Matcher, denke ich, mehr Punkte machen. Weil bei ihm habe ich jetzt einen Punkte-pro-Spielschnitt von 3,56 ausgerechnet. Also ein bisschen mehr als bei Kanga. Ich glaube, wie gesagt, dass Kanga den ein oder anderen Punkt eben klauen wird. Ja, durch die Statistik gewonnene Luftzweikämpfe, weil dieser Wert ist ja jetzt nicht unbedingt in unserer Prognose oder in unserer Hochrechnung mit drinnen. Ja, also diese gewonnenen Luftzweikämpfe sind nicht in unserer Prognose enthalten, da sind ja nur die aktuellen Ist-Punkte enthalten und die erwarteten XG und XA-Werte, ja, die seine Punkte eben verbessern sollten. Aber diese Statistik gewonnene Luftzweikämpfe ist da nicht mit drinnen und deshalb kann man da noch den ein oder anderen Punkt noch zusätzlich oben mit draufrechnen. Ja. Aber wie gesagt, wir machen ja immer bei unseren eigenen Spielern, wo wir sagen, den haben wir in unseren eigenen Reihen, wollen wir die Prognose immer ein bisschen schlechter machen, sage ich mal, dass die Fehlerquote eben nicht ganz so hoch ist. Und bei Spielern, die nicht in unseren Reihen sind, also beispielsweise bei der Konkurrenz, bei unseren größten Konkurrenten, da wollen wir die Prognose ruhig großzügig machen und auch ein bisschen positiver gestalten. Und wenn wir dann unseren Teampunkteschnitt mit dem von der Konkurrenz dann vergleichen, dann einen ähnlichen Punkteschnitt haben, also 39 und 39, dann können wir da eigentlich mit einem sicheren Gefühl von einem Spieltag zum nächsten gehen, weil wir bei uns eine eher schlechtere Prognose gemacht haben, also mehr Worst-Case-Szenario mit eingeplant haben und beim Gegner eben mehr Best-Case-Szenario. Und wenn wir dann trotzdem den gleichen Schnitt haben, dann können wir eigentlich mit einem guten Gefühl reingehen, dass selbst wenn alles bei uns schlecht läuft und beim Gegner alles gut läuft, dass wir trotzdem da mithalten können. Ja. Deshalb das auch immer mit ein bisschen mit einbedenken. Und ja, wie gesagt, bis zur WM-Pause sieht das Programm, zumindest was die Defensive angeht, ganz gut aus für Hertha BSC. Es ist eigentlich nur Freiburg und Bayern sind da für mich jetzt so harte Brocken. Aber die restlichen Teams jetzt wie Hoffenheim, die sind bisher ganz gut bedient mit nur 7 Gegentoren. Also es scheint gerade so, wenn man sich jetzt nur die Gegentorstatistik anschaut, dass Hoffenheim ein top-defensives Team ist. Das sehe ich allerdings deutlich anders. Ja, also die sind da jetzt momentan sehr gut weggekommen. Leipzig, Schalke, Bremen und Stuttgart, das sind alles so Teams, wo ein paar Löcher in der Verteidigung auf jeden Fall sind. Und ja, das sind eben alles Mannschaften, wo Kanga auch eben gute Matchups hat und eben dadurch sehr häufig in gefährliche Situationen kommen wird. Und deshalb ist in dieser Phase, also genau in dieser Saisonphase, auch über die ganze Saison hinweg gesehen, in dieser Phase die Erwartung, was die Torbeteiligung angeht, sehr, sehr, sehr hoch. Und in der Rückrunde werden diese Spiele natürlich nochmal kommen und da würde ich ihn dann auch nochmal eben empfehlen. Und das ist, denke ich, so jetzt, wenn ich die ganze Saison prognostizieren würde, würde ich sagen, dass er in diesen Phasen richtig viele Torbeteiligungen haben wird. Und wenn man ihn sich jetzt holen kann, für den Preis die Phase mitnehmen kann und dann während der WM-Pause verkauft und dann ihn vielleicht im späteren Saisonverlauf, beim Saisonfinale dann nochmal holt, wenn sein Marktwert dann wieder gesunken ist, wäre das dann eigentlich perfekt. Und ja, wenn wir jetzt ein Matcher vergleichen, Wolfsburg, da hat Wolfsburg hingegen mit Augsburg, Gladbach und Mainz, denke ich, drei Mannschaften, die härter zu durchdringen sind. Also Augsburg und Mainz haben zwar bereits schon 10 Gegentore jetzt kassiert, allerdings sind sie trotzdem sehr defensiv ausgerichtet und ich glaube, dass sein Matcher gerade jetzt in den drei Spielen sehr, sehr wenig zusammengehen wird. Also der wird da seine Probleme haben und ja, damit werden wir dann mit der Analyse von Kanga fertig. Wir haben ihn bewertet, haben eine Hochrechnung von ihm erstellt, was seine Punkte angeht und sind auch ein wenig auf die Marktwertprognose von ihm eingegangen und haben, was ich immer ganz wichtig finde, einen anderen Spieler zum Vergleich hergenommen oder herangezogen und
Sollte irgendwas unklar sein, gerne Fragen stellen, aber vorher vielleicht nochmal das 20-Minuten-Video von der X-Immunio-Formel anschauen. Ich verlinke es nochmal hier oben. Das kann gerade für diejenigen, die jetzt neu dazugekommen sind, einige Fragen bereits im Voraus klären. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.